grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen sanft weichen aromatischen Rohkost-Apfelstrudel zubereite. Hier ist er mit einem Rohkost-Protein-Eis serviert. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich separat. Derzeit ist Zeit der vielen Früchte. Ich habe auch schon sehr viele Tomaten, also Paradeiser sagt man in Österreich, geerntet und getrocknet. Und natürlich haben wir auch sehr viele Äpfel. Äpfel, die auch durch die Hitze etwas früher herunterfallen. Die möchte ich natürlich auch verwenden. Ich fermentiere auch sehr gerne Apfelessig. Das funktioniert so, wie ich es im Rohkostbuch mit Weintrauben zeige. Und da bleibt aber Trester übrig. Aus dem Trester kann ich zum Beispiel auch ein Hydrolat erstellen. Das Hydrolat kann ich nicht nur für Cremes verwenden, sondern auch einfach als Erfrischung oder, das riecht so gut nach Apfel, einfach als Bügelwasser. Jetzt im Sommer war es wirklich sehr erfrischend. In meinem Rohkostbuch gehe ich ja immer sehr auf die Pflanzenfamilien ein, das werde ich auch diesmal wieder einblenden. Und wie ihr seht, ist dieser Strudel ganz weich. Wer keinen Dresdner von der Saftpresse hat, kann den Apfel grob reißen. Und für die Hülle verwende ich Zucchini. Die Zucchini hobel ich ganz fein und ich würde sie in einen süßen Apfelsaft oder Birnensaft einlegen, während die Füllung zubereitet wird. Und etwas Zimt auch noch. Der Zimt gehört zu den Lorbeerartigen und ist daher auch so ein ganz typisches Gewürz. Hier habe ich dann zu den gehobelten Äpfeln noch ein paar Trockenfrüchte, Feigen dazugegeben. Außerdem habe ich auch Nelkwurz verwendet. Eigentlich die Wurzel, diesmal einfach die verblühten Blüten. Dann lege ich die Zucchini schön nebeneinander auf. Am besten ist, sie liegen etwas übereinander. Wer eine sehr große, breite Zucchini hat, kann das natürlich mit weniger Blättern machen, aber so kann man sich sehr gut behelfen und diese ganzen Zucchini-Blätter nacheinander schön auflegen. Ich habe eine Zucchini geschnitten, eine kleine Zucchini, und das reicht dann nachher für 2 bis 3 Portionen. Kommt darauf an, wie viel man davon dann nachher in einem isst. Das ist eher ein Gourmet-Rezept, das heißt für besondere Anlässe oder wenn man mal Lust hat auf etwas anderes, als einfach Äpfel so essen oder vielleicht Gäste oder vielleicht auch einfach, um sich etwas Schönes ins Büro mitzunehmen, dass er mal auch etwas anders aussieht. Dann gebe ich die Füllung, wie üblicherweise, auf den Strudel drauf und achte darauf, dass links und rechts genug von der Zucchini da ist, damit sich das überlappen kann. Praktisch natürlich ist so eine Art Folie, kann auch einfach ein Geschirrtuch sein. Die Folie hat den Vorteil, dass sie auch sehr gut zu handhaben ist. So. Und dann kann das Ganze umdrehen, dass die Oberfläche schön aussieht und den nächsten. Dann das Trocknungsgitter nehmen und die Apfelstrudel auf das Gitter drauflegen. Ich verwende in so einem Fall keine Unterlage, sondern möchte, dass wirklich rundherum schön getrocknet wird, so wie hier. Wer möchte, kann auch von den Korbblütlern etwas Jakon-Dicksaft draufgeben oder einen anderen Dicksaft. Schaut optisch ganz nett aus und schmeckt auch etwas interessanter nachher. Und wenn es dann ein paar Stunden getrocknet hat im Dörrapparat, dann herausnehmen und schön auflegen. Wer den Apfelstrudel warm servieren möchte, da würde ich die Teller auch vorher in das Dörrgerät legen oder zumindest anwärmen, damit er auch wirklich schön warm bleibt. Wir arbeiten hier ja nicht mit so ganz hohen Temperaturen. Ich habe es in dem Fall nicht angewärmt, sondern ich habe mein Vanilleeis hier rohköstlich zubereitet. Ich habe hier die Schmetterlingsblütenartigen eingeblendet, zum Beispiel in meinem Video, das ich noch separat eben hier verlinke, ist ein Eis mit Erbsenprotein drinnen oder man kann natürlich auch anderes Proteineis verwenden oder einfach nur Nüsse. So, dann kommt die Dekoration, die schwarzäugige Susanne von den Lippenblütlern, die Malven von den Malvenartigen und ein paar Nelkwurz, abgeblühte Blüten von den Rosenartigen.
Wer möchte, kann in die Füllung natürlich noch Nüsse hineingeben. So sieht die Portion dann angerichtet aus. Es ist immer ganz gut, einen großen Teller draufzulegen, aber die Portion hat auch durchaus einen schönen Nährwert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich übers Abonnieren und übers Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Servus!